Ganz herzlich willkommen zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei TVO. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Nach unserer Rechtslage sind tatsächlich maximal ein Drittel der Mitglieder im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks Mitglieder der Staatsregierung. Allerdings gibt es weitere Mitglieder, die vielleicht dem staatsnahen Bereich zugerechnet werden können. Deswegen muss es neu überdacht werden. Insgesamt sind wir aber da ganz nahe bei dem Ergebnis, das das Verfassungsgericht erwartet. Für mich wäre noch viel interessanter die Diskussion, wie können wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das Fernsehen zukunftsfähiger machen, mit weniger Formaten, mit weniger Aufwand, mit niedrigeren Gebühren. Im Moment ist es nicht gegeben und wir sind ja jetzt schon seit einem Jahr mit dem Urteil vom ZDF konfrontiert, dass die Staatsferne eben gegeben sein muss. Und wir haben jetzt eben versucht, den ersten Schritt sozusagen zu machen. Ich denke, dass man sich da schon vorwärts bewegen muss. Denn der letzte Auftritt von Herrn Dr. Söder in Dahorn ist daheim, zeigt ja, dass es da keine Schamgrenze anscheinend mehr gibt. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch wirklich den Alten zugutekommt. Das ist ein ganz großes, aber auch ein ganz schwieriges Thema. Ich denke, es geht hier vor allem auch um die Qualität der Pflege, auch um die Qualität der häuslichen Pflege. Hier müssen die Umstände, die wir zurzeit haben, evaluiert werden. Es muss überlegt werden, wie kann man bessere Hilfestellungen geben, auch den Angehörigen, die sich also dieser Pflicht unterziehen und ihre Angehörigen wiederum pflegen. Da haben wir Anträge eingebracht, Anfragen an die Staatsregierung gestellt und hoffen, dass wir im Dialog also zu weiteren Lösungsansätzen kommen. Da gibt es keine einfache Antwort auf das schwierige Thema. Zunächst einmal gilt auch bei uns in der SPD unsere Devise, wir wollen, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Und ich bin selber AWO-Vorsitzende, das heißt, wir sehen ja, was daheim alles zu leisten ist. Aber allein mit dem Geld ist es nicht getan. Die Menschen, die brauchen nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern sie brauchen letzten Endes auch Rahmenbedingungen, die sie in der Lage versetzen, eben dann auch die Pflege daheim so lange wie möglich durchzuführen. Und da ist die Politik natürlich weiterhin gefordert. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei TVO. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder zu Plenum TV. Bis dahin, Servus.